Ein richtig gutes Dance-Team erfordert tolle Tänzer, tolle Trainer und einfach die richtige Einstellung zu der Sache und vor allen Dingen Leidenschaft zum Tanzen. Ein toller Tänzer ist ein Tänzer, der es erstens fühlt und lebt, was er tut. Also es fängt immer mit Kopf an, dass du die richtige Einstellung hast. Dann natürlich mit dem Herzen, dass du das liebst, was du tust. Und dass du offen bist für harte Arbeit, Disziplin, Technik, Ausdauer und Vielseitigkeit. Und man muss auch einen guten Anteil von Narzissmus haben, dass man Freude hat, sich nach außen zu präsentieren. Der Anspruch ist, alle auf ein Level zu bringen und vor allem den Teamgeist zu wecken, dass wir sagen, okay, jeder von euch ist gut, wir gemeinsam müssen noch besser sein. Ein guter Tänzer braucht auch Fitness, ganz klar. Also das fängt bei der Ernährung an, das fängt damit an, wie gehst du mit deinem Körper um. Und ich trainiere sie nicht nur im Tanz, ich trainiere sie in Kraft, in Ausdauer, in Beweglichkeit. Wir arbeiten auch Technik mit Akrobatik, Isolation. Also da gibt es so ein paar Fachbegriffe und das erarbeiten wir auch in dem Training. Wir haben eine ziemlich große Altersspanne in unserem Team. Die jüngste ist 13 und unsere älteste Tänzerin ist 33. Und da in der Mitte ist so ziemlich alles dabei. Und wir freuen uns halt einfach, so ein unfassbar tolles Basketballteam supporten zu können. Wir sind stolz auf unser Team. Wir sind erste Liga, kommen jetzt in die Champions League. Und das ist auch für uns ein Ehrgeiz, noch besser zu sein und unser Team anzuspornen. Wir freuen uns auf die MAP-Arena. Und auf die ganzen Fans. Und wir sind die...